Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Eigentlich sollte heute das Video alles über Serafina kommen, aber da ich mein Skript in der Arbeit vergessen habe, weil ich es in der Arbeit geschrieben habe, lol, muss ich das Video leider auf Dienstag verschieben und heute beschäftigen wir uns mit dem Charakter Tama. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Apropos My Pride, ich kann euch leider noch immer nicht sagen, wann die Folge 4 kommen wird, mir fehlt da leider noch eine Audioaufnahme. Aber sobald ich alles habe, gebe ich euch natürlich Bescheid, wann das Video kommen wird. Aber genug herumgelabert, starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Tama? Gleich wie Malka aus dem letzten Charaktervideo, das ist by the way oben unter dem i verlinkt, ist doch Tama ein nicht kanonischer Charakter. Hier nochmal für alle, die das Video über Malka nicht gesehen haben. Kanonische Charaktere sind die, die uns von Disney bestätigt wurden durch Filme und Serien, und Legends-Charaktere sind die, die zum Beispiel in Büchern vorkommen, aber nicht offiziell in der Story existieren. Tama ist eine cremefarbene Löwin mit rotbraunen Augen und einem ponyartigen Haaransatz, ähnlich wie bei Vitani. Der Name Tama bedeutet so viel wie Ende oder Schluss. Wo kommt Tama vor? Tama kommt im Comic Schlangen im Paradies vor. Der Comic beginnt damit, dass Simba einen kleinen Überraschungsangriff auf Nala startet und sie fragt, ob sie Lust hätte, mit ihm zu spielen. Nala lässt ihn allerdings eiskalt abblitzen und sagt, dass sie lieber etwas mit Tama machen möchte. Die beiden kleinen Löwinnen machen sich auf den Weg zu einem geheimen Ort, den Nala Tama zeigen möchte. Simba beginnt, die beiden zu verfolgen. Nala führt Tama durch einen Spalt zwischen zwei Felsen zu einem farbenprächtigen Ort voller Schmetterlingen und Blumen. Während die beiden Löwinnen diesen Ort total traumhaft finden, findet Simba ihn ziemlich langweilig und macht ein kleines Nickerchen. Das stellt sich allerdings als nicht so schlaue Idee raus, denn er wird von einer Schlange beobachtet. Als Simba dann schließlich wieder aufwacht, ist er von einigen Schlangen umzingelt. Und alle König der Löwen-Experten wissen natürlich, dass das jetzt eine ziemlich kritische Situation ist. Denn wir wissen ja, was passiert, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Okay, das war jetzt ein schlechter Scherz und wir kommen vom Thema ab. Also, wieder zurück. Nala und Tama, die gerade mit einem Schmetterling spielten, hörten plötzlich die Hilfeschreie von Simba. Die beiden machten sich natürlich direkt auf den Weg, um Simba zu helfen. Schließlich gelang es den dreien zu flüchten, und Zazu, der zufälligerweise gerade in der Nähe war, führte die drei wieder zurück ins geweihte Land. Also auch hier ein Happy End. Aber wie sieht's mit Tama in der Fanszene aus? Hier gibt es Fans, die glauben, dass Tama die Mutter von Vitani ist. Das wird vor allem mit dem ähnlichen Aussehen der beiden begründet. Viele glauben dann auch, dass Tamas Partner Toyo ist. Das würde zumindest auch die blauen Augen von Vitani erklären. Vitani könnte aber auch nach vielen Theorien das Kind von Scar und Tama sein. Ich meine, ihr kennt meine Einstellungen. Ich halte nicht wirklich viel von diesen Theorien, dass Nala ihre Mutter sein sollte oder irgendjemand anders. Ich glaube einfach, dass Vitani die Tochter von Zero und Scar ist. Aber die wichtigste Frage am Schluss ist natürlich wie immer, was haltet ihr von Tama? Habt ihr sie schon vor diesem Video gekannt? Und hättet ihr gerne mehr von ihr in Comics oder Büchern gesehen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!